Hey Jungs und Mädels, willkommen bei Mr. Walla. Heute geht's um die Knochenmontage. Viel Spaß. Ninja, komm, stopp. Liebes Kugel. Knochenmontage, ganz klar, selbsterklärend. Ihr seht, woher das der Name Knochenmontage kommt. Besteht ganz einfach aus zwei Komponenten. Das ist einmal ein Stab, der in der Mitte hohl ist, wo ich später eine Schnur durchfädeln kann. Und hier, ich verwende hier jetzt einfach zwei 300 Gramm Schwimmer. Vorteil an der Montage ist, dass ich ohne abzuspannen, also ohne meine Schnur über Wasser zu führen, dennoch an der Oberfläche auf eine große Distanz fischen kann. Für viele von euch ist es vielleicht ganz interessant, gerade in Deutschland gibt es einige Seen, wo das ja so ist, das Reglement. Ich zeige euch jetzt, wie man die zusammenbaut und auch wie man die einsetzt. So, ich habe jetzt durch den Knochen, also die beiden Schwimmer und das Rohr, ein Vorfachmaterial durchgefädelt. Auf der einen Seite ein Wirbel, wo ich später die Hauptschnur anbinden kann. Auf der anderen Seite ein Wirbel, wo später das Vorfach hinkommt. Was bei der Knochenmontage ganz, ganz wichtig ist, das ist, dass das Vorfach nicht länger ist wie der Knoche. Weil später sieht das ganze Teil so aus. Hier geht unser Vorfach nach unten und hier unsere Hauptschnur auf den Grund. So, und damit dieses Vorfach nicht in diese Hauptschnur reinkommt, muss das Vorfach immer kürzer sein als der Knochen. Wer das Ganze einsetzen will, in tieferem Wasser, also dass er tiefer im Köder runterfischen möchte, der muss sich einfach einen längeren Knochen bauen. Früher habe ich teilweise auch so Teleskop-Knochen gemacht. Ja, das hat einfach einen Vorteil. Du hast einen Knochen, der ist 2 Meter lang. Wenn du jetzt aber einen 2 Meter Knochen hast und einen 2 Meter Vorfach da dran, und dann ist es einfach so, dass ihr mit der Wallerroute der Knochen oben an der Wallerrute ansteht, am Spitzering, und du hast aber noch 2 Meter Vorfach im Wasser oder 1,50 Meter. Deswegen, der Knochen kann man vielleicht auch so teleskopierbar machen, dass man zusammenschieben kann. Gerade wenn man so einen großen Knochen fischt, ist das zu empfehlen. Aber hier die normale Standardlänge, 1 Meter, reicht vollkommen. Können wir bis 90 cm Tiefe fischen. Optimal für das, was wir vorhaben. So sieht die ganze Knochenmontage aus. Oben Hauptschnur, Knochen und dann das Vorfach. Beim Vorfach verwende ich ganz gerne Einzelhaken. Oder vielleicht auch 2 Einzelhaken, wenn ich 2 Köderfische verwende. Tote Köderfische ist klar, lebende Köderfische gerne Fluchtköderung, also im Rücken oder im unteren Bauchbereich einhaken, damit der Fisch immer schön vom Knochen nach unten wegzieht und für Attraktivität an der Oberfläche sorgt. Den Knochen später an Ort und Stelle zu fixieren, benutze ich einen ganz normalen Stein, so wie wir das immer kennen. Stein, Reißleine, oben ein kurzes Snapper, wo ich dann die Reißleine einhänge, und das ist quasi mein Bleibegewicht, der den Knochen immer an der Position hält, an der man aussetzen. Köderfisch ist im Wasser, Knochen liegt auf dem Wasser. So sieht das ganze Teil dann aus. Jetzt nehme ich einfach hier die Hauptschnur, zack, meinen Stein, hänge den Snap ein, lass meinen Stein fallen. Das ist ja alles im Durchlauf. Dann fahre ich mit meinem Boot kurz ein bisschen weg. So sieht das ganze Teil dann aus. Und wenn ich das jetzt spanne, vom Ufer aus, die Hauptschnur geht senkrecht nach unten, und dann kriege ich hier überhaupt keine Probleme, um das ganze Ding schön an der Oberfläche zu präsentieren. So, ihr seht jetzt hier, der Schwimmer, der runter geht. Da unten ist mein Stein, auf der anderen Seite der Köderfisch. Das können wir jetzt sauber ans Ufer hin spannen. Und das Teil kann sich dann immer am fixierten Punkt im Kreis drehen. So hat der Köder quasi, der Knochen ist 1 Meter lang, ein Radius von 2 Meter, kann 90 cm unter die Wasseroberfläche. Optimal an Graskante, Schilfkante, Seerosefelder. Supergeile Montage, absolut fängig. So Jungs, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst da bitte ein Like da, abonniert den Kanal. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Euch seinen Tackle gerne online bestellt, da kann gerne bei uns im Zec Fishing Shop im Aktionscode oben den Namen Eule eingeben. Und dann bekommt er von der Firma Zec Fishing ein geiles Gadget auf seine Bestellung oben mit drauf. Ich wünsche euch viel Spaß mit eurem neuen Tackle. Ciao!